Das ist Fanny. Er ist schon 20. Ein altes Ross. Dann hat einen alten Führer. Ich mag mein Bächle. Wir sind das älteste Gespann auf dem Zug. Aber ich habe zwei Menschen. Ich bin Auslandschweizer und komme jetzt nach 50 Jahren. Das erste Mal wieder zurück. Ich bin alter Präsentant. Ich habe mich einfach verwünscht. Ich verwünsche mich immer wieder von euch. Das ist halt Herr Dalamme, verehrte Gäste aus nah und fern, vor allem aber liebe Säumerinnen und Säumer. Ich habe übrigens extra in Duden nachgeschaut. Es gibt offiziell die Säumerin als weibliche Form von der Säumer. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen von unserem Abt Christian und vom Konvent von Engelberg. Es ist ein schöner Brauch, dass die Sprienzroute immer mal wieder in Engelberg vorbeiführt. Aber in diesem Jahr ist es eben etwas speziell. Wir feiern zwei Jubiläen. 200 Jahre Engelberg bei Obwalden und 80 Jahre Säumer- und Trainvereinigung Unterwalden. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und darum führt in diesem Jahr euer Weg auch durch unser Klosterhof. Auch das ist nicht von ungefähr. Seit etwa dem 12. Jahrhundert gehört der Handel mit Vieh und Käse zu den wichtigsten Einnahmequellen für Kloster und Tal von Engelberg. Über Jahrhunderte ist der Handel durch die Säumer über den Surrenenpass nicht bis nach Italien betrieben worden. Vor allem hat man gehandelt mit dem feinen Engelberger Spalenkäse. Das ist ja nichts anderes als ein junger Sprienz. Und man hat Naturalientausch gemacht mit dringend benötigten Lebensmitteln. Im Jahr 1666 zum Beispiel sind 1400 Pfund Fett- und Halbfettkäse aus Engelberger Produktion mit 1000 Liter Wein abgerechnet worden. 1805 sind bereits 400 Käse geliefert worden. Und 1813 schon 10-mal so viel. Liebe Säumer, darum nochmal ein herzliches Willkommen, Dank und Gratulation, dass ihr da seid und in 6 Tagen bereit sind um Odossola. Ich wünsche euch allen einen guten Schutzengel. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mama, nur das mit. Ade. Du musst ihm einfach vorne sagen, dass du nicht mehr so. Ja, nein, ich tue ihm immer zeigen.
Seimer Herr, sie hat Danke gesagt.